Hallo und herzlich willkommen bei Waldis Pizza Kanal. Ich darf euch heute ganz herzlich zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal begrüßen. Viele von euch haben sich's gewünscht. Heute werden wir es endlich machen, und zwar Focaccia. Focaccia ist ein ligurisches Fladenbrot, das aus einem Hefeteig hergestellt wird und dann anschließend noch mit richtig viel Olivenöl bestrichen wird. Und dann kann man es ganz nach Belieben belegen. Also da sind der Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt. Man kann Kirschtomaten drauf tun, man kann Oliven drauf tun, man kann Rosmarin, Meersalz, ganz wie ihr wollt. Ich habe heute wirklich ein ganz tolles Rezept für euch besorgt. Das werden wir heute zusammen machen. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Ja, wie bereits angesprochen, habe ich heute ein wirklich tolles Rezept für euch besorgt. Und zwar hat uns das Fabian Holz zur Verfügung gestellt. Ich werde unten mal sein Instagram-Profil und seinen Blog verlinken. Das ist ja genauso Pizza-Verrückter wie wir. Und er hat wirklich ganz tolle Rezepte auf seinem Blog und wirklich sehr schöne Bilder auf seinem Instagram-Profil. Schau da mal vorbei. Wie gesagt, ich werde es unten in der Videobeschreibung verlinken. Und nochmal vielen herzlichen Dank für dieses tolle Rezept. Für unser Rezept heute werden wir einen Vorteig benötigen, und zwar einen Polish. Polish ist ein relativ flüssiger Vorteig, der zu gleichen Teilen aus Mehl und zum gleichen Teil aus Wasser besteht, mit einer kleinen Menge Hefe. Der Vorteig ist mal später dafür zuständig, dass unser Teig eine deutlich bessere Dehnbarkeit hat, und des Weiteren soll unser fertig gebackenes Gebäck deutlich länger haltbar sein. Und ich hätte gesagt, wir legen jetzt mal los mit unserem Vorteig und ich zeige euch, wie es geht. So, ich habe uns jetzt mal die Zutaten für unseren Vorteig vorbereitet. Zum einen haben wir hier 150 Gramm Mehl. Ich habe mich für das Mehl von der Firma Caputo entschieden, und zwar das Pizzeria. Das eignet sich für unser Vorhaben heute perfekt. Dann haben wir hier 150 Milliliter Wasser, das ist kaltes Leitungswasser. Hier noch 2,5 Gramm frische Hefe. Wir werden das Ganze jetzt zum richtig flüssigen Teig verrühren, wie Pfannkuchenteig. Dazu gebe ich jetzt als allererstes mal das Wasser in eine Schüssel. Und in diesem Wasser werden wir unsere Hefe auflösen. Dazu habe ich hier einen Schneebesen. Und dann einfach das Ganze hier richtig gut vermengen. Wenn die Hefe sich dann aufgelöst hat, dann geben wir nach und nach unser Mehl dazu. Und werden das Ganze auch immer mit dem Schneebesen verrühren. So, ich habe das Ganze jetzt wirklich richtig gut durchmengt. Ich werde jetzt hier noch einen Deckel drauf tun. Wenn ihr keinen Deckel habt, geht auch eine Frischhaltefolie. Das Ganze sollte luftdicht abgedeckt sein. Und so lassen wir das Ganze nun für 12 Stunden bei Raumtemperatur gehen. Und dann werden wir uns dran machen und unseren Hauptteig zubereiten. So, 12 Stunden sind nun vergangen. Unser Polish hat sich wirklich richtig toll entwickelt. Es haben sich viele kleine Bläschen gebildet, und so soll es auch sein. Ich habe uns jetzt noch die restlichen Zutaten vorbereitet. Wir brauchen 560 Milliliter kaltes Leitungswasser. Dann habe ich hier 40 Gramm Olivenöl. Das erscheint jetzt erstmal relativ viel, aber für unser Rezept, für die Focaccia, brauchen wir einen relativ hohen Ölgehalt in unserem Teig von ca. 4-5% oder sogar noch mehr. Ich empfehle euch hier ein ligurisches Olivenöl, denn die sind relativ mild und eignen sich perfekt für die Focaccia. Dann habe ich hier noch 750 Gramm von unserem Caputo Pizzeria Mehl, 25 Gramm feines Meersalz und 4 Gramm Hefe. Das war es auch schon, und jetzt können wir unseren tollen Focaccia-Teig zubereiten.
Wir werden das Ganze heute wieder ganz traditionell in unserer Maida vermengen und kneten. Ihr könnt natürlich auch wieder eine Edelstahl- oder Kunststoffschüssel dafür nehmen oder das Ganze in eine Küchenmaschine geben. Wichtig ist nur die Reihenfolge, in der wir unsere Zutaten miteinander vermengen, und dazu kommt es einfach mal her. Ja, als allererstes geben wir mal das Wasser in unsere Schüssel. In dem Wasser lösen wir dann gleich mal unsere Hefe auf. Ich habe dazu wieder einen Schneebesen. Da geht es am schnellsten. So, als nächstes kommt jetzt unser Polish, also unser Vorteig. Und den geben wir jetzt komplett in unsere Schüssel. Und das vermengen wir jetzt auch mal ein wenig. Wenn das jetzt ein bisschen miteinander vermengt ist, dann geben wir die Hälfte von unserem Mehl dazu. Und das verrühren wir jetzt auch schön zu einem flüssigen Teig. So, wenn wir das jetzt zum schönen glatten Teig vermengt haben, dann kommt unser Olivenöl dazu und unser Salz. Und dann vermengen wir das Ganze nochmal schön. So, und ist das vermengt miteinander, dann geben wir das restliche Mehl dazu. Und jetzt wird das Ganze für circa 15 Minuten richtig gut miteinander verknetet. So, ich habe den Teig jetzt richtig gut durchgeknetet. Jetzt haben wir hier einen schönen glatten Teig. Das ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit einem Pizzateig mit ca. 60% Hydration. Wir haben hier deutlich mehr, deswegen ist unser Teig so flüssig und so klebrig, aber das ist ideal für unsere Focaccia. Und so lassen wir das Ganze jetzt noch für ca. 60 Minuten abgedeckt stehen. So, weitere 60 Minuten später, unser Teig ist jetzt nochmal richtig schön aufgegangen. Ich habe uns jetzt gleich noch eine Backform hergerichtet. Das ist im Endeffekt eine ganz normale Kuchenform. Ihr könnt zu Hause einfach mal schauen, was ihr geeignet ist dafür zu Hause habt. Wir werden den Teig jetzt hier in unsere Form geben. Davor werde ich die noch richtig gut mit Öl einreiben, damit unser Teig einfach nicht zu kleben bleibt. Anschließend werden wir das Ganze nochmal für 4 Stunden bei Raumtemperatur gehen lassen. Ich weiß, so eine Focaccia braucht sehr viel Zeit, aber ihr werdet sehen, das wird sich wirklich lohnen. So, jetzt muss ich doch noch ganz kurz was sagen. Und zwar habe ich jetzt nur 75% der Teigmenge genommen. Da werde ich mir später dann noch eine kleine Focaccia machen. Der ganze Teig wäre einfach zu viel für diese Form hier gewesen. Und wie gesagt, jetzt lassen wir das Ganze nochmal für 4 Stunden abgedeckt bei Raumtemperatur gehen. So, nun sind weitere 4 Stunden vergangen. Unser Focaccia-Teig ist nochmal schön aufgegangen und jetzt endlich bereit dafür belegt zu werden. Ich habe es ja schon mal angesprochen, beim Belag sind euren Fantasien keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt euch da wirklich was ausdenken und überlegen. Ich habe mich heute trotzdem an einen relativ traditionellen Belag gehalten. Und zwar werden wir das Ganze heute mit Kirschtomaten und schwarzen Oliven belegen, was aber bei jeder Focaccia-Variation gleich ist. Jetzt kommt erstmal eine ordentliche Menge Olivenöl drauf und wie wir das Ganze machen, das zeige ich euch jetzt. So, wir geben jetzt als allererstes einen guten Schuss Olivenöl über unseren Focaccia-Teig und dann machen wir es ganz traditionell mit 10 Fingern und drücken hier so richtig schöne Gerade rein. Jetzt können wir eigentlich schon anfangen, unsere Focaccia zu belegen. Hierzu haben wir ja diese tollen Kirschtomaten. Und da werden wir uns jetzt einfach einige in den Teig drücken. Und als nächstes kommen dann unsere schwarzen Oliven. Da haben wir natürlich dann einen ganz tollen Kontrast. Jetzt habe ich mir hier noch ein bisschen frischen Rosmarin klein geschnitten und das Ganze mit einem relativ groben Meersalz vermengt. Das werden wir jetzt auch noch ein bisschen drüber streuen.
Und so ist unsere Focaccia fertig belegt. Ja, unsere Focaccia ist jetzt fertig belegt. Ich habe jetzt unseren Ofen auf 230 Grad Ober-Unterhitze eingeschalten. Den lassen wir jetzt noch 30 Minuten aufheizen, denn so lange braucht auch noch unser Teig, um noch etwas aufzugehen, weil wir den ja jetzt noch ein bisschen bearbeitet haben. Deswegen werde ich den jetzt nochmal abdecken und 30 Minuten bei Raumtemperatur gehen lassen und dann werden wir das Ganze in unseren vorgeheizten Backofen schieben. So, 30 Minuten sind um, das Ganze ist jetzt nochmal etwas aufgegangen und kann in den vorgeheizten Ofen für ca. 20 Minuten bei 230 Grad. So, die Focaccia ist jetzt fertig. Sie war für ca. 20 Minuten bei 230 Grad im Ofen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gut es gerade bei mir in der Wohnung riecht. Wir werden das Ganze jetzt mal auspacken und davor schaut es ihr euch noch mal kurz an. So, als allererstes werden wir jetzt mal einen Mittelschnitt machen und schauen uns, wie die Focaccia von innen ausschaut. Ich bin jetzt selber gespannt, aber ihr dürft es als erstes sehen. Und ist sie was geworden? Ah ja, die schaut doch super aus. Schön feinporig, so wie wir das wollten. Also ich bin wirklich mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden. Das Wichtigste kommt jetzt natürlich noch, und zwar der Geschmackstest. Und dazu werde ich mir jetzt einfach mal ein Stück abschneiden. Und dann hätte ich gesagt, probieren wir das Ganze mal. Also ich muss jetzt leider wieder sagen, dass mir das Ganze heute unheimlich lecker schmeckt. Mir hat erst vor kurzem jemand in die Kommentare geschrieben, ob mir auch mal was nicht schmeckt, was ich backe. Das kommt sehr, sehr selten vor und diese Focaccia ist einfach unheimlich lecker und schmeckt mir unheimlich gut. Der Teig ist total fluffig und aromatisch, also dieses Rezept müsst ihr auf jeden Fall mal nachbacken. Wir sind jetzt auch am Ende von meinem Video angekommen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten wieder. Macht es gut, bis bald. Ciao.